Ich und meine Freunde haben ein riesiges Problem. Ey, Ukri, du hast recht. Ich hab mir die Hose gemacht. Warte mal, was? Okay, das ist auch ein großes Problem, Billy. Aber warte mal, wir haben ein noch viel, viel größeres Problem. Schau mal in den Himmel, was dort sich verbirgt. Seht ihr das nicht, Leute? Das ist gar nichts, Ukri. Und schaut mal genauer hin. Na, da ist kein Pups. Schaut mal genauer hin. Warte mal, ich gehe mal dann mit dem Fernrohr rein und... Leute, ich glaube, ihr seht das auch. Ich habe gerade mit dem Fernrohr reingezoomt und ich sehe gerade, wie einfach ein Komet auf uns, auf Simokri City einstürzt. Der wird jeden Moment da sein. Was? Leute, das ist gar nicht gut. Wie cool ist das denn? Hat der Pups in sich? Das ist gar nicht cool. Geht alle unter. Billy, das ist nicht cool, weil ganz im Prinzip die zerstört. Und Freunde, ihr seid die Einzigen, die uns dabei helfen könnt. Schaut euch das mal an. Die ganze Familie wird draufgehen. Ganz genau. Ganz im Progressiv. Nie wieder Videos auf YouTube. Ja, ich muss dir noch was sagen. Ich hab dich immer geliebt. Warte mal, ey, das ist meine Familie. Geh zurück zu deiner Familie. Okay, Sohn, ich muss dir was sagen. Du bist so süß. Junge, du hast einen eigenen Sohn, Billy. Leute, es ist nicht Zeit, Abschied zu nehmen. Wir sind noch viel zu jung, um zu sterben. Deswegen, ich sage euch eine Sache. Hört ganz genau zu. Leute, ihr könnt uns helfen. Jetzt sofort, wenn ihr alle ein Like da lässt und ein Abo, dann können wir den Komet für 20 Minuten stoppen lassen. Leute, kommt schon. Lasst alle ein Like da und ein Abo in 3 Sekunden. Und dann stoppen wir gemeinsam den Komet für 20 Minuten. Dann haben wir Zeit, um uns einen Plan auszudenken, wie wir entfliehen können. In 1... 2. Ich werde dazu was furzen, dass der Komet aufgehalten wird. Let's go. Leute, alle schnell liken und abonnieren. Schnell, schnell, schnell. 3, let's go. Schnell, Leute. Oh, Simokri City muss gerettet werden. Upsi. Boom, Leute. Wow, das war mal sowas von knapp. Schaut euch das mal an. Der Komet ist gerade vor unserer Stadt noch stehen geblieben. Und, Leute, was steht denn da? 20 Minuten. Für 20 Minuten. Ich habe ihn mit meinem Pups aufgehalten. Wusstest du das, Ukri? Billy, ich glaube, das war's nicht du, aber das war die Community. Mit eurer Hilfe haben wir es geschafft. Und in 20 Minuten fällt der runter, oder was? Wir müssen uns den mal genauer anschauen. Jo, der ist riesig. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Leute, wir müssen einen Plan schmieden. Wie können wir von Simokri City verschwinden, sodass der Komet uns nicht alle und unsere Familien zerstören wird? Simokri, hast du vielleicht eine Idee? Ich hab mich zu Bedrock gemacht, Ukri. Ich bin Bedrock Lucky. Warte mal, was? Stimmt. Bedrock ist super sicher, ja. Das ist unzerstörbar. Aber was mit deiner Familie, Simlucky? Die ist nicht aus Bedrock. Mein Privatjet, der wird genauso unzerstörbar sein wie Simlucky. Ich. Stimmt. Stopp. Leute, ich hab eine super Idee. Distrack hochladen? Distrack, ja. Distrack kommt am 15. März gegen Ukri. Was soll das denn jetzt heißen? Leute, ich habe wirklich die beste Idee. Wir bauen einfach alle hier Flugzeuge auf dieser Strecke, damit wir schnell entkommen können, okay? Simlucky, du baust eins für deine Familie, bitte du eins für deine Familie und ich für meine Familie. Und mal schauen. Aber meins wird das Beste natürlich, hä? Nein, meins wird super sicher und meins wird funktionieren. Nicht das. Junge, Billy, ich weiß doch, du baust so ein Flugzeug, was ich mal abheben kann am Schluss. Letztes Mal war du ein kleiner technischer Fehler. Jetzt wird es natürlich klappen. Das wollen wir ja auch hoffen. Und Simlucky fängt auch schon sofort an. Okay, Leute, dann würde ich sagen. Ein Flugzeug, das wird mit Pups-Energie hochfliegen. Das wird so einen fetten Pups machen, das ist ja, das glaube ich auch. Leute, wir müssen auch sofort anfangen. Und wisst ihr, womit wir anfangen? Natürlich mit Diamanten. Unser Flugzeug wird natürlich direkt aus Diamanten. Billy selber das Flugzeug. Er macht sich das Flugzeug und fliegt mit seinem Pups. Junge, Leute, ich baue ein Diamantenflugzeug. Was baust du? Du baust ein Redstone-Flugzeug zum Lucky. Ja klar, rotes Flugzeug, beste Flugzeug. Oh Mann, ich hoffe echt, dass wir heute unsere Familie beschützen können und das Flugzeug auch am Schluss abhebt, also fliegen kann. Mit allem drum und dran, wir müssen einen TV reinbauen. Wir müssen auch dem Flugzeug riesige Flügel bauen, damit es auch fliegen kann. Und Leute, ich hoffe echt, dass meine Familie das Ganze heute überlebt. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, um zu erfahren, ob wir dem riesen Kometen mit dem Flugzeug entkommen können. Und jetzt, Leute, fangen wir an hier vorne mit dem Rumpf. So, zack, zack, zack. Bauen wir keine Rakete? Zack, 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 Billy ist so stark. Eine Rakete bringt uns auf einen anderen Planeten und wir haben keine Astronautenrüstung, Simlucky. Aber ein Flugzeug, was ist, wenn das Meteor das Flugzeug trifft? Nee, keine Sorge, wir werden davor schon weggeflogen sein, hoffentlich. Vielleicht schaffen wir es auch nicht, Leute. Okay, deswegen schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, dann werdet ihr erfahren, ob wir es schaffen oder nicht. Ja, als erstes müssen wir das Grundgerüst bauen, Leute, und das machen wir hier auch. Und ich finde, mein Grundgerüst sieht auf jeden Fall am besten aus. Was ist das denn, Simlucky? Ist doch kein Flugzeug. Warte ab, Ukri, okay, alles mit der Zeit. Okay, Simlucky, alles klar. Billy baut aber natürlich am besten. Junge, dein sieht gerade nicht besser aus, okay, was ist das? Billy, ist ein Teller. Das ist kein Teller, Junge, das ist das Grundgerüst vom Flugzeug. Oh Mann, die haben keine Ahnung, wie ein richtiges Flugzeug aussieht, aber keine Sorge, ich werde das krasseste Flugzeug aller Zeiten bauen und dann werden die schon nicht mehr auslachen, dann werden die sich denken, hey, wie hast du es gemacht? Dann werden die wissen wollen, wie ich das gemacht habe. Ukri, aber da müssen wir auch alle reinpassen, ja, ganz genau, damit wir nicht einfach hier gelassen werden.
Ich würde niemals meine Frau einfach hier lassen. Bist du verrückt? Und mach mir bitte ein richtig cooles Spielzeug ins Flugzeug rein. Ukri, Baby, ist das dein Ernst? Oh Mann, mein Baby ist so verrückt. Wir müssen hier um Leben und Tod gehen, und du denkst an Spielzeuge? Oh Mann, na gut, aber ich werde eins machen. Aufs Gesicht, Ukri. Warum willst du mir jetzt aufs Gesicht pupsen, Billy? Alles gut bei dir? Weil ich Lust hab. Junge, Billy ist manchmal echt verrückt. So, Leute, wir sind fast fertig mit dem Grundgerüst. Nein, ich bin verrückt. Junge, du bist so komisch heute, ne? Junge, Billy, du bist so lustig, ganz ehrlich, Mann. So, zack, wir müssen alles richtig schnell fertig machen. Denn unser Flugzeug muss aus Pups sein. Du das auch? Hey, was ist das denn für ein Flugzeug? Was? Ja, ich rieche es. Dein Flugzeug ist aus Pups gebaut, oder? Nein, nein, ich hab grad gepupst. Junge, es reicht immer nur Pups, Pups, Pups. Junge, Billy, gibt's auch was anderes von dir außer Pups, Junge? Doch. Pupsi, let's go! Leute, als nächstes bauen wir hier vorne das Cockpit, würde ich sagen. Das ist super wichtig. Denn dort was, das Cockpit? Ja, ganz genau, dort vorne. Ey, ihr wisst nicht, was ein Cockpit ist, Leute. Das müsst ihr ganz vorne hinbauen. Ich hab schon ein Cockpit. Hä, wo ist denn dein Cockpit? Ich sehe das gar nicht. Ach, wisst ihr was? Ich lasse mich nicht ablenken. Ich darf mich nicht ablenken lassen, denn ich muss meine Familie beschützen. Nicht, dass der Komet uns gleich alle zerstören wird, wenn der in... Ich glaube, wir haben nur 15 Minuten Zeit. 5 Minuten sind schon vergangen. Wusstest du das? Leute, leise jetzt. Ich mach weiter. Ich lasse mich jetzt nicht ablenken. So ein Ding ist das. Leute, hier vorne kommt das Cockpit hin. So, das bauen wir so. Zack, zack, zack. Wenn man das Cockpit fertig. Und Freunde, ihr wisst ja, beim Cockpit muss man die ganze Steuerung lenken. Das heißt, wir müssen ein Lenkrad reinmachen. Wir müssen die Steuerung, Knöpfe reinmachen, damit wir den Motor starten. Alles drum und dran. Wir müssen hier wirklich aufpassen, weil am Schluss, wenn unser Flugzeug nicht funktioniert, dann habe ich wirklich richtig reingepupst, Leute. Und dann habe ich mehr reingepupst als Billy jeden Tag in seine Hose pupst. Vorne muss das Flugzeug spitz sein, damit es auch gut durch den Wind leiten kann oder fliegen kann, eher gesagt, Leute. Das ist super wichtig. Nicht so wie bei Billy. Ich habe keine Ahnung, was er dort vorne macht. Aber Leute, ich glaube, das, was ich gerade baue, ist eigentlich ziemlich gut. Okay, Freunde, wir haben den Rumpf sozusagen schon fertig gebaut. Das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist einmal hier hinten die Heckflosse. Denn das Heck, wir brauchen die Kabinenfenster auch. Stimmt, wir brauchen Fenster. Dann würde ich sagen, platzieren wir die sofort hier vorne. Die kommen einfach hier vorne rein. So, da passt das doch perfekt, Leute. Hier das erste Fenster und immer dann mit einem Abstand, so wie das auch in ein Flugzeug sich gehört. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum tut man einfach in ein Flugzeug normale Fenster rein? Natürlich sind das keine normalen Fenster. Schaut euch das mal genauer an, wenn wir im Survival-Modus sind. Diese Fenster sind einfach unzerstörbar. Das heißt, hier kann auch keiner von meiner Familie irgendwie rausfliegen und mein Flugzeug ist super sicher. Ich kann so oft draufschlagen, wie ich will. Es wird nicht kaputt gehen. Ich hoffe, Billy hat auch sichere Fenster benutzt. Billy, was ist das für ein Fenster? Ukri, natürlich benutze ich sie. Sichere Fenster. Junge, du bist ja schon gefühlt fast fertig, aber das ist echt ein Pupsflugzeug. Bist du dir sicher, dass das hochhebt? Wenn du es nicht hochhebt, dann wird der Komet dich gleich kriegen, wenn er weiterfliegt. Wird schon klappen. Relax einfach. Okay, ich relax einfach. Na gut, junge Leute, ich hoffe, dass es klappt für Billy, sage ich ganz ehrlich. Weil ich meine, seine Familie tut mir leid, wenn es nicht funktioniert. Okay, vorne auf der anderen Seite müssen wir auch die Fenster platzieren. Einfach symmetrisch zu den anderen Fenstern. Ich muss chillen. Ich muss chillen, Junge. Warte mal, Simnaki, bist du auch schon fast fertig, oder was? Alles tiefenentspannt. Yo, ey, was hast du denn für ein Flugzeug gebaut? Das ist halt, wie wir einfach auf Lock machen. Ey, Leute, ich bin echt gespannt, ob euer Flugzeug später auch fliegen wird. So, wir haben in der Hand ein paar Quarzstufen, denn damit können wir das Flugzeug ein bisschen ausbessern. Zum Beispiel hier oben. Oh, warte, ich glaube, wir benutzen lieber Treppen. Ja, so sieht das Ganze schon viel runder aus und viel mehr wie ein Flugzeug. Das ist perfekt. Jetzt lass uns das Flugzeug auf jeder Seite mit diesen Treppen ausstatten und mit den Quarzstufen, damit das Ganze viel besser aussieht. Leute, ich hoffe echt, dass wir es schaffen werden, dieses Flugzeug fertig zu bauen in der Zeit, bevor der Komet einschlägt. Weil wenn wir es nicht schaffen, dann wisst ihr, was passiert, Leute. Ganze Mukri City wird zerstört, aber nicht nur zu Mukri City, sondern auch wir. Ich hoffe, meine Freunde schaffen es auch auf jeden Fall, mit ihrem Flugzeug ihre Familie zu retten. Den oberen Teil habe ich jetzt mittlerweile mit den Quarzstufen ausgebessert bei unserem Rumpf. Jetzt müssen wir hier unten noch ein paar Treppen platzieren, auf der anderen Seite genauso. Oh Mann, wir haben echt noch viel vor, Leute, aber wir werden uns natürlich richtig beeilen, damit wir unsere Familie retten können. 5 Minuten sind mittlerweile einfach schon vergangen und in 15 Minuten wird der Komet hier einschlagen. So, jetzt nur noch den vorderen Teil fertig machen, Leute. So, ja, ich glaube, das sieht ziemlich gut aus und dann haben wir unser Cockpit und das können wir dann gleich einrichten. Wow, Leute, das sieht so cool aus, ganz ehrlich. Noch ganz bisschen, da sind wir fertig. Ey, Ukri, wie lange brauchst du eigentlich noch? Wir sind schon seit 10 Jahren fertig. Wir warten auf dich. Niemals seid ihr fertig, Leute. Ihr lügt doch. Doch. Ja, weil ihr wahrscheinlich richtig schlecht gebaut habt, ne? Schlecht. Guck mal, ich verbessere das jetzt noch so krass. Damit kannst du nicht mithalten. Oh ja, da wäre ich mir nicht so sicher, Simlucky. Okay, Leute, ey. Schaut euch mal das an. Das sieht aus wie ein Meisterwerk. Hier vorne kommen die Fenster rein. Natürlich die sicheren Fenster wieder. So, die müssen hier vorne rein. Einmal da. Einmal hier, so, zack. Leute, das ist mein Grundgerüst sozusagen. Mein ganzer Rumpf, der fertig ist. Und jetzt können wir alles einrichten. Jetzt können wir alles einrichten, die Flügel bauen, die Tragflächen sozusagen. Die Kabinenfenster haben wir ja schon. Wir brauchen eine Tür als nächstes. Wir brauchen eine Tür, wo man rein kann. Und die machen wir
genau hier vorne rein, würde ich sagen. Wir geben jetzt einmal Tür ein und mal schauen, welche Tür zu einem Flugzeug passt. Eine Schiebetür. Boah, die ist cool, Leute. Boom. Die packen wir hier rein und kann man dann so aufschieben und zuschieben. Genauso wie beim Flugzeug. Hier kann man dann einfach ins Flugzeug rein. Und hier kommt dann die Steuerung hin. Und ich habe schon eine Idee, wie wir die bauen werden. Die bauen wir als nächstes, Leute, damit unser Flugzeug auch gleich funktioniert. Boom, zack. Hier vorne platzieren wir solche Öfen, die das ganze Flugzeug antreiben. Und dann hier vorne das Lenkrad. So. Und einmal hier auf der Seite auch. Weil ihr wisst ja, mein Flugzeug hat zwei Piloten. Einen Co-Piloten, einen richtigen Piloten. Jetzt brauchen wir auch noch Redstone, Freunde. So, zack. Das platzieren wir hier in der Mitte. Und sobald wir das drücken, fliegt das Flugzeug nach oben. Dann brauchen wir Redstone-Verstärker. Die platzieren wir einmal hier. An der Seite. Hier kann man nach rechts und nach links lenken. Noch besser, Leute. Das ist noch stärker für den Antrieb. Ein Redstone-Block. Den platzieren wir hier in der Mitte. Boom, let's go, Leute. Und den können wir jetzt so an- und ausmachen. Freunde, das ist unser Steuerwerk. Leute, ich finde die Tür hier vorne, die Schiebetür, nicht so sicher. Wir nehmen uns lieber so eine verstärkte Metalltür. Ich glaube, das Ganze ist doch mal ein bisschen sicherer, oder nicht? Nicht, dass irgendwie jemand aus Versehen die Tür hier kaputt macht oder aus dem Fenster fliegt, wie zum Beispiel mein kleiner Uki Junior. Okay, wann wirst du endlich fertig? Oh, stimmt, ich muss mich beeilen. Okay, Leute, schnell weiter. Als nächstes bauen wir hier vorne oben die Heckflosse. Die ist super wichtig, Leute. Damit kann das Flugzeug nämlich seinen Flug stabilisieren. Und das ist super wichtig, damit man nicht aus dem Gleichgewicht kommt. So, Heckflosse ist fertig. Und jetzt fehlt uns noch unser Heck und hier vorne diese Seitenflossen. Und die müssen wir hier einmal so hinbauen, Leute. Zack, zack, zack. Und einmal auf der anderen Seite auch. Leute, ich glaube, das passt sogar schon. Wir werden das Ganze hier nochmal verbinden, damit das Ganze auch größer ist und wirklich funktioniert. So, wir platzieren hier Eisenfalltüren. Denn die erzeugen Widerstand mit der Luft, Leute. Schaut, da sind so kleine Löcher drin. Und schon ist unser Heck fertig. Super Arbeit, Community. Leute, ich merke schon, hier vorne wird es richtig eng mit dem Kometen. Leute, der kommt jeden Moment wieder auf uns zu. Das heißt, wir müssen uns echt beeilen. Aber das wisst ihr ja bereits. Lasst uns als nächstes die Flügel sozusagen machen. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen, weil ohne Flügel kann ein Flugzeug auch nicht fliegen. Und am besten platzieren wir die Flügel hier so aus Stufen. Denn die Stufen sind ein bisschen leichter als Diamantenblöcke und die sind auch dünner. Das heißt, die haben nicht so einen großen Luftwiderstand wie die normalen Diamantenblöcke. Und was denkt ihr? Sind die Flügel, die ich hier baue, imstande, das Flugzeug in die Luft zu heben? Ich hoffe es natürlich. Aber keine Sorge, ich werde mein Bestes geben, Freunde. So, und schon sind wir fast fertig mit unserem ersten Flügel. Wir werden das Ganze hier nochmal verbinden und ich finde, das sieht genauso aus wie bei einem richtigen Flugzeug. Schaut euch das mal ganz genau an. Wow, was ein cooler riesiger Flügel, damit das Flugzeug auch richtig abheben kann. Zack, hier vorne stabilisieren wir alles nochmal, damit der Flügel auch nicht abfällt vom Flugzeug. Das wäre ganz und gar nicht gut. So, hier vorne auch einmal. Und Leute, wisst ihr, was uns auch natürlich noch fehlt? Wie soll das Flugzeug den Anschwung nehmen ohne Räder? Ganz genau, wir platzieren eine Mauer, hier so einen Kohleblock und wir verbinden das Ganze. Und schon haben wir unser erstes Rad von unserem Flugzeug. Das ist richtig wichtig. Und als nächstes, Leute, markieren wir uns die Stelle hier vorne. Wir gehen hier einmal komplett rüber, markieren uns die Stelle hier vorne, bauen den Block hier wieder ab. Und jetzt können wir diese Flügel hier kopieren, stellen uns hier unten hin. /copy. Zack, wir haben die Stelle markiert, Leute. Jetzt gehen wir hier rüber, müssen die Flügel einmal drehen um 180 Grad und dann können wir die hier rein platzieren. Hoffentlich funktioniert das auch. Boom. Und ja, let's go, es hat funktioniert. Einen Moment mal. So sollte das nicht aussehen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir können das Ganze nicht kopieren, aber wir können das Ganze eigentlich flippen in den Norden und dann müsste das funktionieren. Zack. Boom, es wurde gespiegelt in den Norden und jetzt aber, wir haben unsere zwei Flügel fertig. Das heißt, das Einzige, was uns noch fehlt, sind die... Schatzi, was ist denn mit dem Antrieb? Den brauchen wir doch noch. Stimmt, ja, du hast recht, danke dir. Wir brauchen ein richtig cooles Triebwerk und ich habe da sogar eine Idee, wie wir das machen können. Wir brauchen ein Triebwerk, um dieses Flugzeug nach vorne zu bewegen. Wir platzieren hier vorne einen Redstone-Block, um hier vorne diesen Föhn zu aktivieren und damit werden wir jetzt schon ein Triebwerk. Aber Leute, das ist nicht alles. Wir haben ein Triebwerk, aber wir werden es vergrößern. Wir werden vier Föhne nebeneinander platzieren. So haben wir ein Megatriebwerk, wie bei einem richtigen Flugzeug. Und jetzt müssen wir das Ganze noch verbinden mit Treppen, damit, Leute, das Triebwerk natürlich nicht von unserem Flugzeug abfällt. So, zack, hier vorne ein paar Treppen. So, hier vorne stabilisieren. So, Leute, perfekt. Und Leute, ihr wisst ganz genau, das Ganze müssen wir gleich auch auf der anderen Seite platzieren, weil ein Triebwerk bei einem Antrieb, bei zwei Flügeln, dann kommt das Flugzeug aus dem Gleichgewicht. Und wow, was? Boom, Alter, es gibt richtig Anschwung. So, wir machen die Seite hier vorne fertig und danach müssen wir doch an der anderen Seite das Triebwerk hin platzieren. Dafür können wir wieder natürlich hier vorne einfach das hier kopieren. So, zack. Wir markieren uns die Stelle hier vorne.
Dann gehen wir hier vorne hin und einmal /copy. Zack. Ja, wir haben unsere zwei Triebwerke und die sehen so cool aus. Hey Leute, wenn wir mit diesem Flugzeug nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Das wird bestimmt auch noch in die Luft gleich fliegen und dem Kometen entkommen. Hoffentlich, Freunde. Jetzt fehlt uns nur noch eine einzige Sache. Und das ist nicht das Rad hier vorne. Das fehlt uns natürlich auch. Oh Leute, wir haben den Knopf vergessen. Wir wollen natürlich einen Knopf, um die Tür aufzumachen. Und zack. Jetzt können wir in unser Familienflugzeug für unsere Familie ein paar Zimmer reinbauen. Wir brauchen ganz vorne das Pilotenzimmer, damit wir auch abgetrennt sind von den ganzen Gästen, die hinten sitzen werden. Zum Beispiel Uchi Junior. So, Schiebetür und dann die Diamanten, um den Raum abzutrennen. Was wir ganz vergessen haben, wir müssen natürlich auch Sitze haben, damit die Piloten vorne sitzen können. So, wir nehmen uns ein richtig bequemes Sofa. Das ist, glaube ich, am besten. Und hier können wir uns dann hinsetzen, wenn wir das Flugzeug sozusagen steuern. Let's go, Leute. Und jetzt müssen wir uns um den ganzen Rest kümmern. Wir brauchen eine Toilette, wir brauchen einen Fernseher. Ganz viele Sachen. Ihr wisst ja, Uchi Junior, Uchi Baby, der wollte immer richtig viel SpongeBob hier vorne schauen. Deswegen, Papa, mach mir SpongeBob an. Bitte, bitte, bitte. Hä, was hat der gesagt, Leute? Der will SpongeBob anhaben? Okay, kein Problem. Ich mach dir SpongeBob. Du willst SpongeBob? Wir haben SpongeBob im Flugzeug. Und boom, Junge. Das ist unser Fernseher im Flugzeug natürlich hier. Dann hier das Sofa hin, direkt davor. Sogar hier vorne mit einer Aussicht aus dem Flugzeug raus. Ich würde sagen, der Fernseher kommt woanders hin. Wir müssen das alles nochmal umstellen. Wir müssen das alles nochmal umstellen. Und wir haben noch 5 Minuten. Was? Oh nein. Wir müssen uns so beeilen. Wir müssen uns so beeilen. Schnell, schnell, schnell. So, Fernseher ist jetzt hier. Jetzt kann man hier auch durchgehen. Und hier hinten kommt dann die Toilette rein, Leute. Das passt eigentlich perfekt. Die muss hier eh ganz hinten rein. Boom, Leute. Eine Toilette. Waschbecken brauchen wir eigentlich auch. Oh, hier ist perfekt Platz für ein Waschbecken. Das passt perfekt, Leute. Packen wir hier hin. Wir tun da Wasser rein, damit man schön seine Hände waschen kann, ne? Und nicht nach Pupsi stinkt, so wie Billy immer. Sehr gut. Ist auf jeden Fall super wichtig, dass man nach dem Pupsi machen seine Hände wäscht. So, das Ganze machen wir größer. Ich mag es nicht so, wenn die Toiletten so klein sind. So, schon viel, viel besser, Leute. Perfekt. Und jetzt machen wir hier natürlich eine Tür rein. Auf keinen Fall eine Glastür, sonst kann man hier durchschauen. Oh ja, hier vorne diese türkise Tür. Die passt perfekt, Leute. Kann man so auch aufschieben. Boah, mega cool, Leute. Was uns jetzt auf jeden Fall noch fehlt, sind ein paar Sitze hier vorne für unsere Familie. Zack, zack, zack. Wie einem Flugzeug hier überall mit ganz viel Beinfreiheit. Und was uns jetzt aber auch noch fehlt, Leute, ist, wie gesagt, eine Küche. Das heißt, wir nehmen uns hier einen Herd. Wir nehmen uns einen Kühlschrank, wo wir jetzt die leckersten Sachen aller Zeiten reinpacken, damit wir auch genug Essen haben beim Flug, Leute. Ist super wichtig. Ihr wisst ja, eigentlich immer kostet das Essen voll viel beim Flugzeug. Falls ihr schon mal Flugzeug geflogen seid, dann schreibt mal in die Kommentare. Also wart ihr schon mal in einem Flugzeug drin und seid geflogen, dann schreibt mal alle eine 1 in die Kommentare. Und an alle, die noch nie in einem Flugzeug drin waren, schreibt mal alle eine 2 in die Kommentare. Ich war auf jeden Fall schon mal in einem Flugzeug drin, deswegen schreibe ich eine 1 in die Kommentare, Leute. Ich habe eine 2 kommentiert, denn ich habe noch nie Flugzeug geflogen. Dein Ernst, Billy? Aber du hast ein Flugzeug gebaut? Warte mal, wie willst du, wenn du nicht bei einem Flugzeug geflogen bist, mit dabei geflogen, wie willst du ein Flugzeug starten? Das wird nicht klappen. Und Sim Lucky, was mit dir? Ich schreibe auch eine 1 in die Kommentare. Ich bin schon mal richtig oft im Flugzeug geflogen. Sogar mit dir schon oft, Uri. Wir waren doch zusammen im Urlaub. Nee, Leute, wir waren zusammen im Urlaub. Was ist das? Weil hast du nicht selber gebaut? Na klar habe ich das selber gebaut. Die Zuschauer haben das alles mitgebaut. Genau, du kleiner Hacker. Ey, warte, Leute, ich darf mich nicht ablenken. Wir haben nur 3 Minuten Zeit. Dann kommt der Komet und der wird weiterfliegen. Und dann wird der dann hier landen. Das heißt, ich muss jetzt hier vorne ganz schnell weitermachen. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, Leute, ist eine Sache, nämlich ganz leckeres Essen für meine Familie. Sushi. Sushi auch super lecker. Hier Hamburger, super lecker. Teigtaschen und ich wüsste es nicht, aber Honigkekse, wirklich Honigkekse auf die 1 heute. Wirklich das Leckerste, was es gibt. Und Leute, jetzt würde ich sagen, sind wir eigentlich ready. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben Sitzplätze, wir haben was zu essen, wir haben einen Fernseher, wir haben eine Couch, wir haben hier vorne unsere Toilette, wo man reinpupsen kann. Auf jeden Fall für Billy eigentlich gedacht, weil der muss da richtig viel wahrscheinlich pupsen. Und wir haben unser ganzes Flugzeug fertig gebaut, welches komplett krass aussieht. Leute, was sagt ihr? Wie viel ist mein Diamantflugzeug wert? Von der Skala von 1 bis, nee, von der Skala von 1 Euro bis 1 Milliarden Euro. Ich sag 1 Milliarden Euro. 1 Milliarden Euro, 100%. 10 Cent? Junge, du übertreibst ein bisschen. Junge, übertreib mal nicht so. Ich würde sagen, 1 Cent. 1 Cent? Leute, das ist 1 Milliarden wert. Das ist ein Privatjet. Mal, ein Penny würde ich sagen. Nee, was? Ein Pfennig. Leute, schreibt immer in die Kommentare, was denkt ihr, wie viel dieses Flugzeug hier wert ist? Ein Diamantenflugzeug, ein Privatjet. Ich glaube, es sind locker so 20 Millionen ungefähr, ja? Das ist selbst ein Pups und Billy mehr wert. Ich schaue mir jetzt ganz schnell eure Flugzeuge an. Wir starten mal bei Billy. Billy, zeig mir dein Flugzeug und mal schauen, ob das wirklich abfliegt. Der Komet kommt gleich. Schnell, zeig mir dein Flugzeug. Alles mit der Ruhe hier. Ich kann mich eben bei Pups beschützen. Der Eingang ist hinten? Ja, Billy, natürlich. Wo sind die Räder? Wie kann das überhaupt... oh nein. Billy, ich glaube, dein Flugzeug, das ist... Wie soll das überhaupt starten?
Du bist halt blind. Okay, ich geh mal rein. Mal schauen, was hier... Junge, das ist einfach nur ein Gang. Hier kann man sich gar nicht hinsetzen. Hä? Hier ist gar kein Weg zum Steuern, Billy. Bist du verrückt? Das ist nichts zum Steuern. Alter, okay, ich raste aus. Billy, deine Familie tut mir leid. Deine Familie tut mir leid. Wo ist deine Familie? Wo ist deine Familie? Hey, Billy, und ich sage euch jetzt eine Sache. Ihr könnt gerne in mein Flugzeug kommen. Nein, wir wollen in Billys Flugzeug rein. Okay, ist ja schon... Ja, hast du gehört? Guck mal, komm, wir machen jetzt alle Pupsi. Oh yeah. Was? Oh, Leute, okay, ganz schnell da weg. Pupsi. Okay, Simaki, ich hoffe, dein Flugzeug ist nicht so schrecklich wie das von Billy. Und eine Sache habe ich vergessen, da vorne muss auch noch ein Rad hin. So, zack, zack, zack. Ich habe ein Steuerbord, ich habe alles. Ich hoffe es doch, Junge. Hier vorne muss noch ein Rad hin, damit mein Flugzeug gleich starten kann. Leute, wir starten gleich mit dem Flugzeug, damit wir ganz schnell abhauen vom Komet. Aber erstmal müssen wir das Flugzeug von Simaki abchecken. Mal schauen, ob das gut genug ist zum Starten. Oh, du hast sogar hier Steuerbord alles hingebaut. Warte, was hier die Flügel und was? Simaki, ist das hier? Ist das hier ein Gewehr oder sowas? Ein Torpedo. Ukri, wenn du mir ein bisschen frech wirst, dann zack, batz, 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 bist du, ja. Wow, du hast sogar an Betten gedacht. Ich habe gar keinen Bettenplatz. Okay, das auf jeden Fall muss hier Pluspunkte geben. Wo sollen die denn schlafen gehen? Warte mal, wo ist die Toilette? Muss man hier etwa rauspupsen oder was? Es gibt hier etwas, das nennt sich freier Fall, okay? Und es gibt auch Pupsi, das fliegt im freien Fall. Junge, man fliegt hier runter, bist du verrückt? Hier ist nicht mal eine Tür. Man wird doch einfach hier rausgesogen und wow. Nein, Ukri, dafür ist gesorgt. Ich habe einen automatischen Ausgang Leute, gebaut. Oh Mann, okay, Leute. Also, ich sage euch eine Sache. Mein Flugzeug ist mit Abstand das Beste. Junge, was soll das denn hier sein? Niemals. Das ist hier direkt kaputt gegangen. Deine Steuerung ist kaputt gegangen, als ich diesen Hebel gemacht habe. Oh nein. Ey, was hast du gemacht, Ukri? Du hast meine Steuerung kaputt gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe den Hebel gedrückt. Ich habe den Hebel gedrückt. Und wo sind deine Räder? Wie soll das Flugzeug überhaupt Anschwung nehmen? Leute, es reicht. Es reicht. Ich nehme euch mit. Die Räder, okay, die fahren. Kommt ihr beide mit? Kommt ihr beide mit? Ich werde euch jetzt beide ins Flugzeug packen. Und dann fahren wir los, bevor der Komet kommt. Oh nein, Leute. Der Komet kommt einfach so. Schnell, Leute. Schnell ins Flugzeug rein. So, okay, Junior. Du bist jetzt auf deinem Platz. Schau gerne SpongeBob weiter. Denn jetzt wird's richtig ernst. Ich werde in der Zeit unsere Familie retten. Und ganze Mukri City. Papa, ich wünsche dir viel Glück. Danke, Ukri Baby. Irgendwann wirst du verstehen, was ich hier alles für unsere Familie geleistet habe. Ich würde sagen, Leute, es ist soweit. Wir müssen jetzt ganz schnell starten, weil der Komet kommt in ein paar Sekunden runter und wird alles zerstören. Dir, bist du bereit? Du bist Co-Pilotin. Ukri, ich bin noch nie ins Flugzeug geflogen übrigens. Ich auch nicht. Aber es wird schon irgendwie funktionieren. So, Motor starten. Drei. Was schaust du so dir? Du musst dir die Steuerung anschauen. Egal, ich mach das alleine. Komm schon, du schaffst das, Ukri. Für die Familie, Leute, und startet das Flugzeug. Oh, hört ihr das? Der Motor geht an. Der Motor ist an. Der Motor ist an. Wie, es klappt bei euch nicht? Bei mir klappt es, der Motor ist an. Ich höre das, Leute. Warum klappt's nicht? Sam Lucky, klappt's bei dir? Bei mir ist der Motor ausgegangen. Was soll das? Leute, natürlich klappt das nicht. Ihr habt nicht mal Flügel, ihr habt keinen Antrieb, ihr habt gar nichts, Leute. Ihr müsst so krass sein wie ich. Kommt alle rüber zu mir, kommt in meine Flügel. Wir kommen nur rüber zu Ukri, oder? Nein, was wollen wir jetzt? Oh nein, Ukri, hilf mir. Und meiner Familie auch ein bisschen Mitleid, bitte. Ich werde euch helfen, keine Sorge, Leute. Schaut euch das an. Das Triebwerk funktioniert schon. Das macht hier richtig viel Power raus. Hier, boom, wow. Leute, ihr kommt alle in mein Flugzeug rein. Simaki, du auch. Bei dir funktioniert es auch nicht. Du hast nicht mal ein Lenkrad. Du hast hier vorne nicht mal Räder, womit du starten kannst. Komm schnell mit deiner Familie. Leute, alle zusammen in mein Flugzeug. Ich werde euch alle retten, bevor der Komet kommt. Alle rein, Leute. Alle rein. Schnell. Komm. So, Leute, setzt euch alle auf eure Plätze. Das Flugzeug startet gleich. Leute, der Komet kommt gleich. Anschnallen. Ich bin der Pilot. Ich gehe nach vorne. Billy, hinsetzen, schnell. Okay, wird so pupsi, warte kurz. Da vorne ist die Toilette. Rein da. Oh, euch geht's auch allen gut, hoffentlich. Ja, Papa, uns geht's super. Oh Mann, okay, und jetzt schnell, Freunde, zum Steuerbord und zack, ins Cockpit rein, Leute, und jetzt starten wir dir. Oh ja, diesmal schaffen wir es. Ja, wir werden jetzt die ganze Familie zusammen retten, Leute. Ich habe das beste Flugzeug gebaut und das heißt, Leute, wir Familie, Billy, leise, ich muss jetzt starten. Bisschen Machi, helf mir und zack, zack, starten und jetzt hier vorne lenken und wow, hört ihr das? Die Motoren gehen an. Wow, es startet, wir fahren nach vorne. Wir müssen nur noch abheben. Komm, schneller werden und wow, ja, let's go, Leute, und wir haben es geschafft. Wir sind oben in der Luft an den Bergen vorbei. Let's go. Über den Wolken, Freunde. Let's go. Wow. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Wir sind bei den Wolken ganz oben mit unserem Flugzeug. Wir sind immer weiter. Wir fliegen immer weiter, Leute. Merkt ihr das? Wow, hört ihr das? Okay. Leute, ich glaube, wir haben es gerade so geschafft, den Kometen zu entkommen. Lass mal schauen, ob der gerade schon... Lass mal aus dem Fenster schauen, Leute. Seht ihr irgendwas? Und? Nee, ich sehe was. Yo, ihr wisst gar nicht, was ich mit dem Fernglas sehe.
Wow, hier stürzt überall alles ein. Das ist ein riesiges Loch, Leute. Das ist ein riesiges Loch. Da ist alles zerstört. Gott, Simukri City. Yo, Leute, alles ist zerstört. Wir müssen das alles wieder aufbauen. Der Meteorit. Aber zum Glück ist unsere Familie sicher. Alter, was ein riesiger Graben. Was? Hier seht ihr nochmal den Graben in voller Größe. Das hätten wir niemals überlebt. Wow, habt ihr das gesehen, Leute? Alter, der Komet ist komplett in Simukri City eingeschlagen, aber wir haben es überlebt, Leute. Unsere Familien wurden gerettet und damit würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, Leute. Unbedingt aktiviert die Glocke, damit ihr so weitere coolen Folgen nicht mehr verpasst. Leute, abonniert auch gerne meine Freunde Simlucky und Billy. Die haben es wirklich verdient, Leute. Die geben sich auch wirklich richtig viel Mühe für ihre Videos. Deswegen abonniert Billy, knackt die 10.000 Abonnenten bei ihm und bei Simlucky. Am 15. März kommt ein Diss-Track bei ihm gegen mich und den müsst ihr mir unbedingt anschauen. Leute, drückt hier vorne auf die nächste Flugzeug kaputt. Hey, du fliegst jetzt runter. Hey, drückt hier vorne auf die nächste Folge, Leute. Und jetzt würde ich sagen, ciao, ciao. Hier vorne schnell auf die nächste Folge drücken. Schnell, Leute.